Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zajac hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Sie fressen das Fleisch runter bis zu den Knochen. Auch ich habe gerade schon meine Hand viel zu lange ins Aquarium gehalten. Sie haben rasierscharfe Zähne und sind die Geier des Frischwassers. Und worum es genau geht, das zeige ich euch jetzt. Also los. Norbert, echt jetzt? Die sind so klein wie meine Fingerkuppe. Ja, da bist du immer wieder ein bisschen zu spät, ne? Ja, sie haben halt auch meine Uhr mitgegessen. Ah ja. Ja, denn das sind also nicht die Großen. Ich glaube, das sind sogar die Enkelkinder. Bis du kommst, da dauert ja immer einen Augenblick. Aber komm, ich zeig dir mal, wo die Großen sind. Norbert, der Rotbauch-Piranha ist das, glaube ich. Ein Fisch, der scheinbar gerne mal in Raserei verfällt, sobald er Blut riecht. Ja, das ist schon richtig. Denn der Piranha lebt normalerweise im sehr großen Schwarm. Und wenn man Blut riecht, dann sollte man schnell da sein, bevor das Essen alle ist. Denn so Schwärme von Piranhas können schon mal bis 100.000 Fische ausmachen. Wir haben den Piranha. Und der Piranha scheint sehr gefährlich zu sein. Ja, das hat natürlich mit den Gegebenheiten zu tun. Also ob der Piranha gefährlich ist oder nicht, kann man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Okay. Wenn er natürlich in einem nährstoffreichen Gewässer ist, wo er immer genug zu fressen hat, warum soll er aggressiv sein? Das heißt also, in vielen Gebieten baden die Kinder damit und spielen tatsächlich mit den Fischen, die sie mit Händen fangen, holen die raus und lassen die wieder schwimmen und die tun dann gar nichts. Wenn man natürlich kommt in ein Gewässer, was zum Beispiel am Austrocknen ist, in der Tropen hat man überall Regenzeiten, aber auch Trockenzeiten. Mhm. Und wenn dann natürlich die überschwemmten Gebiete langsam trocken fallen, und aus den großen Seen langsam kleine Teiche werden, die irgendwann mal in der Pfütze enden werden, ja. Dann der Piranha ist von zu Hause aus ein Fischfresser, ist irgendwann dieser Teich mal ganz leer gefressen. Und wenn die dann noch 3-4 Wochen Kohldampf schieben und dann kommt jemand da rein, das ist dann egal, ob das ein Praktikant, ein Wildschwein oder sonst irgendwas ist, der ist dann ratzfatz weg. Wow. Die hauen sich dann eine ganze Kuh rein, wenn da 100.000 drin sind. Aber warum ist der Fisch denn so aggressiv? Ja, wir Menschen haben da immer so ein Verständnis. Wir wissen, dass also Eisbären, Löwen und Tiger gefährlich sind. Aber sowas muss es ja auch als Ausgleich unter Wasser geben. Ja. Beim Riesenkrokodil, dann wissen wir, der schnappt große Sachen runter. Aber genauso wie das große Krokodil, so gehört also auch der Piranha in eine Nahrungskette nach ganz oben. Das sind eben die Saubermacher der Natur. In der Natur gibt es auch Verletzungen, Beschädigung, ältere Tiere, die am Verenden sind oder wo Krankheiten sind. Und die putzen die einfach weg, damit es keine Seuchen demnächst gibt. Aha, also quasi die Gesundheitspolizei des Ökosystems. Ja, wenn man das so will, das gibt es also in jedem Lebensbereich. So was braucht die Natur. Norbert, du hast jetzt gerade gesagt, dass die Piranhas Fischfresser sind. Ich habe im Internet gelesen, es sind Allesfresser. Jetzt ja gut, da gibt es natürlich immer was man bevorzugt. Also mich kann man ja auch nicht als reinen Steakfresser bezeichnen. Ich habe den Gemüseteller auch schon mal leer gemacht. Vielleicht sollte man das beim Piranhas auch so ähnlich sehen. Natürlich nehmen die mal ein paar Pflanzenblätter auf, ein paar Schnecken, ein paar Kerbtiere. Aber bevorzugen tun die Fisch, so wie ich Steak. Ja, die fressen natürlich nicht nur lebenden Fisch, sondern auch beschädigten durch Verletzungen, kranken Fisch. Und wenn die mal so richtig toben und irgendwas zerlegen, dann fressen die auch Piranha. Das heißt, nach dem großen Fressen gibt es immer mal ein paar Verletzte, dann essen sie den Kumpel gleich mit auf. Kannibalen sind es? Ja, sagen wir mal, das sind mehr Unfälle. Also die haben schon eine Hemmschwelle, sich gegenseitig selber aufzufressen. Aber wenn ja nur mal einer verletzt ist, dann muss der halt entsorgt werden. Wenn die toben, ich meine, ich habe schon ein paar Videos im Internet gesehen, geben die Vollgas. Aber wie machen sie das? Ja, wenn die also Vollgas geben, das heißt, es gibt einen Reflex, einen Reiz im Wasser. Und dadurch merken die, dass also Wasserbewegungen sind, die atypisch sind. Und dann stürzen die alle hin. Und natürlich im großen Schwarm ist das so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wollen alle hin und die toben und drängeln sich alle, nicht um das Tier schnell zu erlösen, sondern um überhaupt etwas abzubekommen. Ist das dieses Toben, was du gerade meintest? Ja, genau. Und auf dem Video sieht man ja auch, wie groß so ein Schwarm ist. Da sind ja mehrere tausend Fische. Die riechen, da gibt's was zu fressen. Und jeder will halt der Erste sein. Dann sieht das so aus. Also ich habe noch zwei Brüder. Früher, wenn bei uns Mittagessen gab, wenn die Mutter gerufen hat, Essen ist fertig, ja, da sollte niemand im Weg stehen. Jetzt wissen wir aber noch nicht, wo kommt der Piranha denn her?
Ja, der Piranha lebt überwiegend in Südamerika. Wenn man jetzt wirklich auf eine Landkarte gucken würde, macht ca. 70% von Südamerika die mögliche Fläche aus, wo der Piranha leben könnte. Also ganz klar ein Süßwasserfisch. Einmal ein Süßwasserfisch und kommt natürlich aus den wärmeren Breitengraden, also bis hin zum Äquator, lebt also bevorzugt in Wassertemperaturen 26, 27, 28 Grad. Ist für den eine angenehme Umgebungstemperatur. Wie viele Piranha-Arten gibt es denn überhaupt? Ja, also so ganz sicher gibt es so 40 verschiedene Arten. Da gibt es ja immer Unterarten, kann es einfach mal zu Kreuzung kommen und dann entsteht eine neue Art. Oder es gibt auch Arten von Landstrich zu Landstrich, die optisch ein bisschen anders aussehen. Aber sagen wir mal 40 Arten sicher. Ich habe in einigen Schlagzeilen in der Zeitung gelesen, dass auch in Hamburg in der Alster und in der Erft Piranhas gefunden wurden. Wie in Gottes Namen geht das denn? Ja, das ist natürlich eine traurige Geschichte. Da sind Aquarianer ihrer Fische überdrüssig und setzen die einfach irgendwo aus. Sehr gute Idee. Da wir aber natürlich große Stahlwerke haben, Kraftwerke haben, die Kühlwasser aus den Flüssen brauchen, kommt also dann als Abwasser dieser Anlagen warmes Wasser raus. Das sind die idealen Lebensbedingungen für Piranhas. Da die einheimischen Tiere in den Gewässern Piranhas nicht kennen, sind die für diese ganz leichte Beute. Und so passiert das einfach, dass in deutschen Gewässern auch Piranhas vorkommen. Es gab sogar mal welche in Duisburg. Das ist aber eine andere Geschichte. Die erzähle ich euch später. Aber wir sind jetzt erstmal hier beim Rotbauch-Piranha, richtig? Ja, genau. Bei so, jetzt gehen wir erstmal hier auf die äußere Form ein. Ich finde, der schimmert sehr schön, als hätte er Diamanten an der Seite angeklebt, hat aber nicht. Ja, die Piranhas leben gerne in so leicht trübem Wasser. Das heißt also, der Futterfisch sieht ihn erst viel später, weil er ja aus dem Trüben kommt. Aber der Piranha muss sich ja im Schwarm irgendwie verständigen. In dem trüben Wasser sieht man dieses Schimmern, dieses Funkeln. Damit orientieren sie sich, wo der Schwarm hinschwimmt, dass jeder weiß, wo es lang geht. Genauso mit dem Knacken der Zähne. Darüber orientieren die sich und finden zusammen. Und schwimmen dann weiter ganz eng im Schwarm auf der Suche nach einem, der gleich Opfer wird. Für das Knacken der Zähne habe ich übrigens auch ein sehr krankes Video im Internet gefunden. Sollte man den Piranha essen? Ja, warum nicht? Oder kann man den Piranha essen? Ja, der Fisch ist ja ein Fisch und schmeckt wie Fisch. Das einzige Problem, was er hat, er hat sehr viele Gräten. Da muss man also Zeit haben zum Essen, Praktikant sein oder so. Dann kann man sich Zeit dafür nehmen. Aber in den Heimatgebieten wird der Fisch immer gegessen. Und in Südamerika wurde der Piranha unter Schutz gestellt. Der darf dort nicht mehr gefangen und verkauft werden, wow, weil er zur Nahrungsgrundlage der eingeborenen Bevölkerung zählt. Wow. Also kann der so schlecht gar nicht schmecken. Das Wichtige an der ganzen Sache ist natürlich, wenn man ihn rausfängt, sollte man Vorsicht walten lassen. Und mein jüngerer Bruder hat mal einen Fisch verkauft. Ein Piranha ungefähr in der Größe wie hier. Da muss man natürlich mit dem Kescher ganz schnell raus und den sofort im Eimer tun. Sonst hat er ein Loch durchs Netz gebissen. Und da er schon zwei Netze durch hatte, hat mein Bruder gesagt, kein Problem, fängt den und nimmt den so in der Hand und tut den im Eimer. Ja, die Mannschaft im Rettungswagen, die hatten super Spaß gehabt, dass er so ein Stückchen Daumen da unten mit dem Netz gehangen hat. Da haben sie den so ganz die Kuppe. Ein Biss war sofort die Kuppe raus. Also der macht das auch nicht mehr, also nur ganz schnell oder vielleicht mit einer Fischfalle den Fisch fangen, aber niemals an. Norbert, ich habe jetzt noch drei interessante Fakten gefunden und zwar: Die einheimischen Indianer Südamerikas baden bedenkenlos in Gewässern, in denen auch Piranhas vorkommen. Würdest du mit Piranhas baden gehen? Also an den Stellen, wo vorher schon ein paar Eingeborene reingegangen sind, vielleicht ja. An Gewässern, die ich nicht kenne, niemals. Also Leute, würdet ihr mit Piranhas schwimmen gehen? Dann beantwortet die Frage doch einfach mal in den Kommentaren. Und der zweite Punkt, Leute. Bei verschiedenen südamerikanischen Ureinwohnern ist der Piranha ein beliebter Speisefisch. Würdet ihr einen Piranha essen? Schreibt es doch auch einfach mal in die Kommentare. Und der dritte Fakt, den ich sehr skurril finde, ist die Tatsache, dass einige Indianerstämme ihre Toten eine Weile ins Wasser dippen, wo Piranhas drin sind, weil sie im Endeffekt nur das Skelett begraben wollen.
Somit wird das Fleisch komplett abgetragen. Andere Länder, andere Sitten. Der Norbert hat mir hier so einen super Eimer gegeben, mit denen ich jetzt diese Fische hier füttern werde. Ich habe das noch nie gemacht. Ich hoffe, das wird funktionieren. Sag mir doch mal, wie groß in ungefähr das Becken sein sollte für so einen Piranha. Also so pauschal sagen wir 100 Liter Wasser pro Fisch. Wenn wir dann irgendwo bei 1000 oder 2000 Liter Wasser sind, dürfen das auch anderthalb Fische pro 100 Liter sein. Okay, und was ist das dann für eine Größe an Aquarium? Ja, ein 500 Liter Becken, 1,50 Meter, 50, 60 hoch. Das wäre vielleicht schon das Richtige. Wenn ich dann Piranhas habe, werden die sich höchstwahrscheinlich auch fortpflanzen, oder? Ja, also so von ganz alleine klappt das meistens nicht. Man muss also da so ein paar anregende Elemente geben, das Wasser mal langsam immer wärmer werden lassen. Jeden Tag ein Grad wärmer drin, bis vielleicht 30, 31 Grad. Dann kommt der kalte Tropenregen, mal einen Wasserwechsel machen, wo das Wasser kurzzeitig bis 25 Grad abkühlt. Das macht man aber erst dann, wenn man sieht, dass die Weibchen voll laich sind. Okay. Das ist also dann eine Stimulation, dass die Tiere sagen, oh, jetzt ist Regenzeit angefangen, jetzt gibt es demnächst viel mehr Nahrung, jetzt legen wir uns Eier. Und wie viele Piranhas hat man dann, wenn so Eier schlüpfen? So ein großes Weibchen, 2000, 3000, 5000 Eier ist gar kein Problem. Also das sind ja jetzt die Mini-Rotbauch-Piranhas, die wir jetzt gerade in groß gesehen haben. Und das sind ja die Kiddies von denen. Die sind jetzt ungefähr 2 Zentimeter groß. Wie groß werden die denn dann im Endeffekt? Größe im normalen Aquarium meist so 20, 25, 27 Zentimeter. Es gibt aber auch schon mal super Exemplare von 40. Sind denn alle Piranhas Schwarmtiere? Es gibt also auch eine Art, die als Einzelgänger ist, wird logischerweise nicht im Aquarium gehalten. Norbert, habt ihr denn noch mehr Piranhas hier oder waren das die einzigen? Ja, wir kriegen natürlich immer verschiedene in verschiedenen Größen. Also manchmal auch viel größer als die großen, die warten. Viel kleiner eigentlich nicht. Aber es kommen auch regelmäßig mal andere Arten rein. Norbert, 13 Minuten sind um. Vielen Dank für jede Antwort auf meine Fragen. Also ich hau jetzt ab. Oh. Ich gebe dir jetzt mal Arbeit. Ja, na klar. Wir machen mal heute kein Saubermachen. Okay. Heute zeichne ich dich mal aus. Sagen wir mal, du kannst dir also aussuchen, was du haben willst. Entweder du tust Piranha streicheln oder füttern. Entscheiden kannst du dich selbst. Hab ich doch schon. Ach so. Naja, aber die haben ja morgen wieder Hunger. Schön, Norbert. Jo. Mach's gut. Tschö. Also Leute, das war unsere heutige Folge zum Thema Piranhas. Ich hoffe, ich bin jeder eurer Fragen gerecht geworden. Wenn nicht, stellt sie natürlich wie immer unten in den Kommentaren. Ansonsten, Leute, abonnieren nicht vergessen. Die letzten beiden Videos hier waren mindestens genauso interessant wie dieses hier. Und die Glocke anmachen, damit ihr natürlich immer informiert seid, wenn das nächste Video kommt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Samstag, 8 Uhr. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.